Zwei Möglichkeiten. Der hat recht. Wenn Sie heute eine Hardware kaufen, sorgen Sie dafür, dass Sie auch zukünftige Technologien, die Sie demnächst. These ist, dass wir momentan in die Richtung steuern, dass die Informationstechnologie allgegenwärtig ist. Ich sehe hier im Publikum viele Leute, die solche Geräte in der Hand haben. Also es gibt nicht nur Rechenzentren, sondern jeder Mensch ist quasi ein Rechenzentrum. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie sich mit diesem Kontakt austauschen können. Hier oben die Übersicht, das kann ich gerne das Ganze kommentieren, dann natürlich auch die Kommentare. Was die anderen so gemacht haben, den ich gefolgt habe, das ist so ähnlich wie bei Twitter.